Patrick hat durch den letzten Vorfall, nach unserer letzten Aufnahme, eine Zigarette, die gedunken war, in Pestviren geraucht und ist leider verstorben. Aber er lebt weiter in meinem Mikrofon. Und so werden wir weiterhin unsere Aufnahmen machen. Für immer und ewig. Ohne Patrick, aber mit Patrick. Es ist wunderbar. Ja, dazu kann ich nur sagen, selbst Gott, gebe mir klare Augen und Frieden oder Freiheit von der Hast. Gott, gebe mir Wut gegen alles, was, keine Ahnung, keinen Sinn macht. Gott, lass mich suchen nach meinen eigenen Fehlern und Gott, lass mich dranbleiben, bis meine Ergebnisse bewiesen sind. Und Gott, gib mir Kraft, nicht an Gott zu glauben und zu vertrauen. Du bist ein Geist. Ist es nicht so 1-0 für Gott, weil eben Patrick nur tot ist? So. Das ist klasse Nietzsche-Witz. Aber es ist natürlich immer schön, wenn wir beide zwei separat funktionierende Gags versuchen zu etablieren. So ein Und Anfang-Gag, dann keiner Anfang. von beiden Ja, funktioniert. ist eben wunderbar. Aber vielleicht ist es auch schon der Charme von dieser Folge oder von diesem Podcast. Wahrscheinlich nicht, aber wenn sie bis dahin geschafft haben, ist es so ein bisschen auch dir. Wie eine Aufnahmeprüfung bei einem Medizinstudium, so gibt es eine Aufnahmeprüfung in diesem Podcast. Wenn ihr diesen ersten Minute überstanden habt, könnt ihr in die richtige Folge reintauchen mit den ganzen interessanten Diskussionen, die wir bereitstellen, weil hier bei Oscar müssen reden, versuchen wir immer zwei Filme, die bei den Oscars nominiert waren für den besten Film, für Outstanding Production in den 1930ern noch zu betrachten und daran er zu erkennen, was sich für Modi, für Vorstellungen, was ein guter Film ist, wie sich die verändert haben und damit den langsam einen Marsch, einen Gang, einen Spaziergang durch die Zeitgeschichte wollen wir wagen dadurch, also durch die Filmgeschichte. Es ist sehr Und gemächlich, aber ja. ja, es ist sehr gemächlich, das sind wir wirklich, weil wir sind ja erst bei den fünften Oscar-Verleihungen, wenn ich mich jetzt nicht ganz so täusche, und das sind erst im Jahr 1931. Und wir haben nun eben Aerosmith von John Ford, einen Regisseur, der uns noch öfters begegnen wird, der nun heute gegen Five Star Final antreten wird von Mervyn LeRoy, die also zwei durchaus unterschiedliche Filme, die auch ganz unterschiedlich sind in ihrer Grundkonstellation. Wir werden schauen, mal welche von beiden wirklich hier als Sieger hervorgehen kann. Aber das vorneweg. Mein Name ist Bastian Fitz-Klausner und wie immer ist mit dabei der Patrick Marki. Hallo Patrick, wie geht es dir eigentlich so? Hallo, einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Im Geiste der Wissenschaft bin ich natürlich hochmotiviert und bin heute wieder mit dabei. Deswegen geht's mir gut. Ja, ein Geist über Wissenschaft, vor allem deshalb, weil natürlich Patrick hier den Aerosmith verteidigen wird, weil wir werden immer mit einer sehr hyperbolischen Sprache in den I ersten. Ah. don't wanna miss a In thing. den ersten ungefähr 20 Minuten hyperbolisch jeweils einen Film verteidigen und den aus Blut eben als den besseren küren gegenüber den anderen, der doch hier versagen wird. In dem Fall wird dem Patrick versuchen, als alter Mediziner, als alter Naturwissenschaftler, als alter Psychiater, nein, noch nicht, noch nicht Psychiater und Psychotherapeut, Entschuldigung, ich habe jetzt mich Also vielleicht Psychologe bin versprochen. ich schon. Ja, Psychotherapeut bin ich gerade psychologisch auf bist dem du, Weg. aber Psychotherapeut nicht und Psychiater wirst du auch nicht. Oder vielleicht doch mal. Habe ich jedenfalls nicht für die nähere Zukunft geplant. Gut, aber sagt niemals nie, also. Ja, eben, genau. Und ich hingegen als alter Journalist, haha, nehme das Five-Star-File, wo wir um Ethik im Journalismus sich alles drehen wird und schauen wird, wie eben der Sensationalismus von verschiedenen Blättern hier diskutiert wird, die zeitgenössisch ganz wichtig war in dem Zeitraum. Wir hatten ja schon einen anderen Film, der sich genau mit demselben Thema eigentlich befasst hat, mit Front Page. Ja, Patrick, willst du gleich einsteigen oder haben wir noch irgendetwas, um hier noch ein bisschen herauszuzögern, nochmal so 10 Minuten ein paar Gags, die noch in jeder Sekunde schlechter werden? Och, so wie ich uns kenne, könnten wir es schon machen, das 10 Minuten hinauszögern, aber ja, nee, ich. Das schaffen wir, das schaffen Wir wollen jetzt ja auch nicht ewig künstlich in die Länge ziehen, also nee. So, was, Storyline, genau. Ja, sag, beginn mal du, Aerosmith, Herr ja, also Aerosmith, das ist Born. ein Aerosmith grandioser wurde Film. gegründet. Nee, keine schlechten Gags. So, genau, es geht um Dr. Martin Aerosmith, einen jungen Mediziner oder zu Beginn des Films noch Medizinstudenten, der auch Hintergründe oder dessen Familie bei
zu den Pionieren in den USA gehörte, in Erkundung des Westens, ist die allererste Szene des Films, sieht man das. Aber genau dieser junge Medizinstudent, der ist sehr ambitioniert und möchte sein Leben der Wissenschaft verschreiben und lernt auch unverhoffterweise in den Fluren, Fluren heißt das, Entschuldigung, des Krankenhauses, in dem er arbeitet, seine Liebe des Lebens, Leora Tosa, kennen. Und die heiratet er dann und um die zu versorgen, entscheidet sich erst einmal doch als Hausarzt im Land tätig zu sein, weil man da mehr Geld verdient. Aber es zieht ihn dann alsbald doch in die Stadt, doch hin zu der wissenschaftlichen Tätigkeit und er, ja, ist sehr eifrig und sollte Großes entdecken und es sollte Großes passieren mit ihm und aber auch das Schicksal ist ihm nicht nur wohlgesonnen, sondern auch, ja, Tragisches ereignet sich. Und wie er damit umgeht und was dann passiert und ob er wirklich dieser glorreiche Wissenschaftler ist, der das Mittel findet, um alle Krankheiten dieser Welt zu heilen oder auch nur die Pest zu heilen, das erfahrt ihr, wenn ihr diesen Film schaut, in dem es hochhergeht, sehr dramatisch und aber auch sehr sehenswert. Ja. Ich dachte, die Liebe des Lebens von diesem Martin Aerosmith ist natürlich die Wissenschaft. Habe ich den Film falsch verstanden? Naja, also darum geht es ja auch ein bisschen im Film. Also eigentlich ist die Wissenschaft, aber irgendwie doch vielleicht auch nicht. Ja, ich wollte es nicht zu viel verraten. Ja, ist, bei dieser Zusammenfassung sagt man auch immer, von wem das Ganze? Also das hast du ja, glaube ich, schon erwähnt. Also John Ford, braucht man den? Na, Ford habe ich nicht erwähnt, aber ich habe nicht den Sinclair Lewis erwähnt. Das ist ja doch auch ein wichtiger Autor, der auf den das der Film basiert, mit dem, ich glaube, das Buch hieß auch Aerosmith einfach, oder? So, ich richtiger glaube, Wälzer. Ja, ich glaube, ja. Also das hat, das wurde auch mit Preisen überhäuft. Ja. Der Autor zumindest. Ich glaube, das Buch tatsächlich auch. Also hat ich glaube, das Buch auch. Ich glaube, es war wirklich ein irrsinnig populäres und wichtiges Buch für die 1920er Jahre und es wurde natürlich auch recht bald schon adaptiert. Ich glaube, innerhalb von 5 Jahren, würde ich mal behaupten wollen. Also ich glaube, das ist echt, aber ich höre schon Geklicke im Hintergrund. Ich wette, du hast es gleich herausgefunden. Das hörst du, steht dabei. Habe ich durch ja mein high-tech neues Mikro. So, warte, ich überlege. Oh, warte, ich glaube, es war Klick, 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 Klick. Ja, das ist die neue Maus, die klickt relativ laut, verdammt. Ja, genau, Pulitzerpreis hat das Buch bekommen und der Autor zumindest hat auch den Nobelpreis bekommen. Genau, hat den Nobelpreis, aber das weiß ich jetzt nicht, ob das auch für das Buch war. Ich dachte, du sagst uns, wann es entstanden ist, aber es ist ja nicht so wichtig. Ich glaube, es ist ein paar Jahre davor gewesen. Das heißt, wir sehen auch, wie schnell hier dieses Werk gleich verfilmt worden ist. Und wir können das auch vergleichen mit eigentlich dem anderen Film, den Five Star Final, wo eigentlich auch hier wiederum nun ein Stück, ein Theaterstück, auch ein relativ kurzes Theaterstück. Ich habe da mal reingelesen in einer, ich glaube, ich muss gestehen, ich glaube, es war eine gekürzte Formfassung, weil das echt nur 30 Seiten oder 40 Seiten lang war. Also ich ganz, ganz kurz in einem Sammelband für Theaterstücken, die besten Theaterstücke der 1930er oder nein, die besten Theaterstücke von 1930 und 31 und da war eben dieses Stück mit inkludiert und das ist von Louis Weizenkorn mit demselben Namen, Five Star Final. Und das ist auch, glaube ich, einfach nur ein Jahr bevor dieser Film rausgekommen ist, einfach in den Theaterräumlichkeiten der New Yorks entstanden oder hat seine erste Uraufführung gehabt und ist dann, hatte nach 150 Performances Juni 1931 den letzte gehabt. Das heißt, ich glaube tatsächlich noch bevor innerhalb von einem Jahr, seitdem es entstanden ist und dieses Stück halt aufgeführt worden ist, ist schon der Film rausgekommen und es war noch im Theater, auf der Bühne zu sehen, während dieser Film wirklich auch schon in die Kinos kam oder knapp danach kam der Film in die Kinos. Das heißt, wir können sehen in beiden Filmen, wie wichtig diese Materialien waren, diese Adaption, dass man adaptiert worden ist, wie bedeutend, berühmt und populär und natürlich wie generell hier wir auch sehen können, wie einfach diese Hollywood-Strukturen zu dem Zeitpunkt auch funktioniert haben. Ja, ich meine, macht ja auch Sinn, dass das relativ schnell auf das neue, aufstrebende, immer populärer werdende Medium übertragen würde. Einerseits und andererseits waren die Produktionen damals ja verhältnismäßig, also an heutigen Standards gemessen, also haben weniger Zeit in Anspruch genommen und waren weniger komplex. Das heißt, da ging sowas auch ein bisschen schneller, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ich frage mich teilweise auch, weil wir kennen es natürlich auch bei uns, wie über Filme geredet wird, wie sehr da auch die Postproduktion oder die Nachschutz eigentlich eher stark diskutiert werden. So, es gab Nachschutz, wobei eben jeder Film eigentlich schon das längst in seinen Plan
inkorporiert hat. Und wir können auch sagen, dass wenn wir diese gleiche Berichterstattung in den 40er Jahren hätten, gibt es genug Filme, die schon bevor sie rausgekommen wären, längst als verhext und als Skandal, als einfach nur Versagen, Misserfolg abgetan worden sind, bevor sie eigentlich in die Kinos gekommen wären, wenn wir dieselbe Art des Redens über Filme gehabt hätten zu dem Zeitpunkt. Also ich denke einfach an ein Film, wo auch der Leroy mitgewirkt hat, so würde ich richtig liegen. Ja, Leroy hat auch mitgewirkt, der Wizard of Oz. Und das ist auch so ein irrsinnig bekannter Film, wo man sich einfach anschaut, was für absurde Fehlleistungen einfach hier passiert, von Unfällen bis hin, wie viele Regisseure, nämlich vier, der Film gebraucht hat, bis er schlussendlich zu Ende gekommen ist, und wie viele Menschen tatsächlich verschiedenste Arten von Unfällen erlitten haben und verschiedene Ver Verbrennungen und ähnliches erlitten haben. Also es ist echt absurd, dass dieser Film irgendwie zum Meilenstein geworden ist, obwohl er einfach in der damaligen Zeit überhaupt nicht, eben nicht so rezipiert worden ist, weil was heute total der Fall wäre eigentlich. Und im Zusammenhang mit dem Film, den ich machen werde, da gibt es eine Einstellung, die extrem rausfällt. Und ich weiß nicht, was da los war. Da haben sie den Hinchcliffe, weil der Film geht ja um eine Zeitung, die Evening Gazette, und dessen Besitzer ist der Hinchcliffe, der eben verlangt nach dem Protagonisten, dem Start der Film fast auch schon, den Randall, der ja auch gespielt wird von Etta G. Robinson, einer den großen Leading Mans der Zeit. Und da ist es gedreht so worden, dass wir im Hintergrund eindeutig ein tatsächliches Pressebüro haben, was auch ein bisschen hektisch zugeht. Und im Vordergrund haben wir den Hinchcliffe, der gerade ins Telefon spricht. Und eindeutig ist er mit einer Rückprojektion gedreht worden. Es ist so schräg einfach. Dass wir haben hier den Hinschiff, der wie aufgepickt wirkt gegenüber diesem Hintergrund, der sich leicht verschiebt die ganze Zeit. Das ist echt eine faszinierende Art Ästhetik, die auch im weiteren Film gar nicht vorkommt. Das wirkt so ein bisschen wie ein Nachschub, der irgendwie also im Nachfeld gekommen ist, obwohl sie irgendwas so vergessen haben. Sie haben gemeint, oh, das müssen wir noch drehen, aber warum sowas so inszeniert? Also es ist halt genau die gleiche Methode, die auch benutzt worden ist, um King Kong im Jahr davor aufstehen zu lassen, mit dem wie einfach Material miteinander verbunden wird, mit dem diesen Rückprojektionen zum Beispiel. Ja, also ich bin mir nicht sicher. Ich nehme an, das war halt damals einfach eine moderne neue Technik, die sie halt irgendwie ausprobieren und zeigen wollten. Und irgendwie wahrscheinlich wäre es viel umständlicher gewesen, jetzt wirklich in, keine Ahnung, das Büro von einer Zeitung reinzugehen, da zu filmen und wirklich die Schauspieler da zu haben. Und sie gedacht, naja, warum filmen wir nicht einfach da und projizieren dann jemanden rein, wenn wir es können? Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in Aerosmith gibt es auch eine Szene, wo ich bin nicht ganz sicher, aber das sieht auch so aus, oder zumindest habe ich mich währenddessen gefragt, ist das Rückprojektion? Also ist das hier reinprojiziert? Oder? Welche denn? Als sie auf den West Indies sind, da gibt es eine Szene, wo die schwarze einheimische Bevölkerung diese Trauerzeremonie da durchführt und dann von außen schauen die Ärzte und der Die Plantagenbesitzer rein. Nadel speziell. Und das hat für mich sehr stark gewirkt, als ob die da in diesen Türrahmen einfach reinprojiziert wurden, das dann Screen war. Ich könnte es aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber das wird für mich auch darauf hindeuten, hey, das war damals neue Technik, die wollen es einfach ausprobieren und zeigen, was sie können und das einbauen, einbinden. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß tatsächlich nicht, wann die Rückprojektion aus Technik aufgekommen ist. Also vielleicht hast du eh recht, dass das wirklich ganz frisch war, weil das früheste Beispiel, was mir halt direkt einfällt, ist halt wie ich King Kong. Und davor kenne ich es tatsächlich nicht wirklich. Doch, 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 doch. Sunshine. A Tale of Two Humans. Also so. Die Was? Human, Wie heißt Sunset? Sunrise? Sunrise. So heißt es, Sunrise, Entschuldigung. Also der Moonlight-Film, den wir auch vor jetzt schon mittlerweile einigen Folgen diskutiert haben, der im ersten Jahr den Oscar gewonnen hat, für Best Artistic Picture, glaube ich, hieß der Oscar, so der künstlerisch beste, hochwertigste Film. Und da gibt es eine wirklich wunderbare Szene mit Rückprojektion, die ganz komplex eigentlich auch ist, mit den Figuren, die einfach in ihrer eigenen Welt leben tatsächlich, und der Hintergrund verwandelt sich auch. Das heißt, da gibt es schon sehr früh schon sehr komplexe Herangehensweisen, und es wirkt auch interessanter als das, was jetzt passiert ist, jetzt zum Beispiel beim Hinchcliffe-Moment, wo es eben eigentlich unnötig ist tatsächlich. Aber ja, wollen wir vielleicht mal sagen, oder ich will nicht mal sagen kurz, wo es um meinen Film überhaupt geht. Also hier, Hinchcliffe habe ich schon erwähnt, Besitzer einer großen Zeitung, sicherlich nicht auch durchaus auch rückbezogen auf Hearst,
Rudolf Hurst heißt er, oder? Randall Rudolf Hurst? Du hast William, sicherlich ne? Randolph William, glaube ich. Was habe ich Randall gesagt? William Hurst, das war einer der großen, ganz Giganten der Medienindustrie der damaligen Zeit, der ganz stark auch die Filmindustrie beeinflusst hat und deren William Randolph Hurst, hast recht, William William Randolph Randolph Hurst. Hurst, der natürlich als ein Medienmogul, explizit ein Kapitalist par excellence, der natürlich massiv das Geschehen der Zeit einfach beeinflusst hat in der Hinsicht, wie es medial dargestellt worden ist. Und dieser Hinchcliffe, also im Nachzug von der Person, aber auch viele andere Personen, die hier einen Sensationalist-Paper publizieren mit lauter Fragen. Ja, ich meine, es ist genau das, was eigentlich uns klassischerweise die Ärzte über das Bild-Magazin gesagt haben: Hass, Angst, Titten und der Wetterbericht. Das ist genau das, was eigentlich hier dargestellt wird in diesem Evening Gazette und was hier verwendet wird. Und er will eben, dass das Randall, sein Editor-in-Chief, nun wieder mehr in diese Sparte reingeht, weil irgendwie die Circulation geht auch runter. Er betont Human Interest, wir brauchen mehr Human Interest. Und was er damit meint, ist eigentlich, wir müssen einen Skandal wiederbeleben, der 20 Jahre alt ist, wo Nancy Voorhees, bekannterweise die Großmutter von Jason Voorhees aus Friday the 13th, seine. So. Ja, auch eine Mörderin, also es liegt in der Familie, wie wir wissen, einen ehemaligen Boss von ihr umgebracht hat, ermordet hat, wahrscheinlich im Zuge von sexueller Belästigung, sexueller Missbrauch eigentlich, weil sie ist auch schwanger geworden mit ihm. Es wird nicht genau gesagt, wie das passiert ist, ob es eine Beziehung war, die auf Gegenseitigkeit beruhte. Es wird eher impliziert, dass es auch, weil es auch gesagt wird, dass sie eigentlich im Recht war, dass sie das getan hätte. Also wird eher auf, wie ich schon, in sexuelle Gewalt hingedeutet. Und naja, sie ist 20 Jahre mehr oder weniger, nachdem sie freigesprochen worden ist, wenn sie acquitted worden ist, einfach untergetaucht, neuer Name, neue Familie. Ihre Tochter weiß nichts davon, woher sie kommt. Sie kennt nur ihren Vater, dem angeheirateten Michael Townsend. Und weil sie heißt Nancy Townsend. Und man möchte nun vielleicht doch diese alte Geschichte neu aufwärmen und fragen nach der Moralität von Frauen, die sich in solchen Situationen bringen, von Working Women. Man soll sich als Mutter klar werden, was bedeutet es, wenn meine Töchter in die Arbeiterschaft übersteigen. Man soll die Frauen sich überlegen, die Kinder überlegen, die Töchter selbst überlegen, die eben hier schon in die Arbeiterschaft reingehen. Was haben vielleicht meine Mütter gemacht, etc. Also es geht darum, menschliche Beziehungen komplex darzustellen. So Hinchcliffe selber, wie jeder weiß, es geht darum, Dreck zu produzieren, und Dreck wird hier produziert im schlimmsten Maße. Also es geht darum, wie man eine Familie zerstört nach und nach. Und das ist so der moralische Kern dieser Geschichte, die ganz stark sich mit zwei Epizentren bewegt. Das eine mit Nancy Voorhees oder Nancy Townsend schon, und deren Versuch, alles zu geben, um nicht wieder in den Fokus, in diesen Orkan, diesen Sturm zu geraten, in das Auge des Orkans zu geraten, während gleichzeitig eben Randall sich in seinem gänzlichen Zynismus als Zeitungsmann versucht, es zu akzeptieren, dass er eigentlich nur Schmutz verkauft und das irgendwie ethisch, moralisch runterzuschlucken, zusammen mit illegalem Whisky, den er immer wieder trinkt, um seine Schuld zu ertränken, ganz einfach, seine Schuldgefühle zu ertränken. Und damit ist natürlich dieser Film deutlich interessanter und komplexer als natürlich dein Film, der natürlich nur sehr flach mit einfach den medizinischen Errungenschaften umgeht, die ja vom einen ins Tausendstel geht. Also ich meine, das ist ja auch wieder das Lächerliche. Wir haben hier mit dem Aerosmith, und das will ich, glaube ich, gleich vorweg bringen, mit der ersten Salve eigentlich, die ich hier schieße, eigentlich ein Cimarron 2. Wir haben das nur, oder Cimarron noch mal extremer geführt. Nicht nur, dass der Film extreme Zeitsprünge hat, sondern er beginnt schon mal im 19. Jahrhundert, ohne dass mal der Protagonist überhaupt im Bild ist, weil wir beginnen beim Pionieren, weil es irgendwie interessanter ist, Anfang des 19. Jahrhunderts das Ganze anfangen zu lassen, ungefähr 60 Jahre bevor überhaupt mal der Protagonist geboren worden ist. Dann springen wir zum Protagonisten, der hört, was seine Großmutter gemacht hat. Dann springen wir zu ihm als Medizinstudent, der möchte bei Dr. Gottlieb beginnen zu arbeiten. Der sagt: Werden Sie mal lieber Arzt. Dann springt es weiter, wo er Arzt geworden ist, ist bei seiner ersten Patientin bei der Geburt. Dann springt es weiter zu dem Gottlieb zurück, weil er sagt: Hey, jetzt bin ich Arzt geworden, jetzt kann ich wieder bei der Wissenschaft arbeiten. Dann springt es zu dem, dass sie heiraten, nämlich er hat jetzt schon seine Lee kennengelernt und kann es sich aber nicht leisten,
in die als Wissenschaftler weit zu haben. Dann springt es hin zu der neuen Stadt, wo sie jetzt leben, schon seit mittlerweile einigen Monaten. Dann springt es ja ein Jahr darauf, geht es weiter, er ist schon etablierter Arzt, beginnt jetzt nur eine Rinderkrankheit zu retten und zu kuren, springt auf einmal ein Jahr wieder voraus, weil auf einmal erfährt er es in New York, wo ihm Gottlieb nun arbeitet, geht nach New York mit seiner Partnerin, lässt die Kleinstadt zurück. Dann geht es 2 Jahre in die Zukunft, weil er hat bis in den letzten 2 Jahren nichts vollbracht, nichts passiert, etc. etc. So ist der gesamte Film strukturiert, weil John Ford oder besser gesagt natürlich die Adaption von Sidney Howard versucht, immens viel Material von Sinclair Lewis in dichteste epileptische Erzählung zu verdichten, um irgendwie versucht, alles auf einmal zu bringen und nichts kann er machen damit. Es gleitet ihm aus den Händen und ich glaube, John Ford war es ihm auch egal. Also wir können auch lesen, was zum Beispiel Helen Hayes, die Protagonistin aus dem Film, also die Schauspielerin, die Protagonistin gespielt haben, gemeint hat, naja, am Anfang war die Drehzeit noch ganz okay, ganz gut, aber nach einer Zeit merkt man auf einmal, gibt es immer mehr Kürzungen und Straffungen und man glaubt so ein bisschen, jo, der John Ford ist wieder off the wagon sozusagen, weil natürlich der Produzent, der Goldsmith, gesagt hat zum Ford, er dürfe nicht trinken während der Dreharbeiten. Also entweder hat er begonnen wieder zu trinken und versucht jetzt rasch die Dreharbeiten zu Ende zu führen, oder er versucht rasch die Dreharbeiten zu Ende zu führen, um danach wieder trinken zu können. Das heißt, es ist ein bisschen ein Rush-Job und das spürt man total in diesem Film. Ja, fertig. Puh, okay. Nee, finde ich natürlich gar nicht. Finde ich wirklich nicht. Ich meine, also du hast ja gemerkt, das, was du jetzt gerade gesagt hast, hast relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Das heißt, es passiert schon relativ viel in diesem Film. Dieser Film ist sehr facettenreich. Er erzählt eine zusammenhängende Geschichte, aber mit sehr vielen Ecken, Kanten und Wendepunkten in dem Leben eines, ja, bedeutenden oder hoch hinauswollenden, zu allermindest eigentlich schon auch bedeutenden Mannes, ja. Und in dieser Geschichte, die natürlich auf einem nicht minder bedeutenden, auch recht umfangreichen Buch, ich glaube 440 Seiten hatte das, basiert. Also werden viele Konflikte angesprochen, viele Dinge passieren da. Also diesen Film kann man ganz oft sehen, dann werden einem ganz viele neue Dinge auffallen und es wird interessant bleiben. Beziehungsweise gibt es hier viele verschiedene Perspektiven, viele verschiedene Dinge, die angesprochen werden, viele Arten, das Ganze zu interpretieren. Also ich gehe da gar nicht mit dem, was du sagst. Allein die Frage oder allein die ethische Frage, die eine hochbedeutende ist und die erst viele Jahrzehnte später gelöst werden sollte. Naja, wissenschaftliches Vorgehen unter Scheiden oder Einteilen von Patienten in Versuchsgruppe und Kontrollgruppe ist wichtig, aber eigentlich ist das dann moralisch denn überhaupt rechtfertigbar? Hier ist eindeutig ein Konflikt und wie begegnet man dem? Das sind alles sehr wichtige Themenpunkte. Ja, genau, und keine Ahnung, aufopfern, entscheiden zwischen Karriere, Beruf, andererseits aber auch Familienleben, umgehen mit tragischen Schicksalsschlägen, also Fehlgeburten. Also hier passiert unheimlich viel und letzten Endes, Spoiler-Alarm, stirbt dann auch die Frau von dem Protagonisten anhand eines tragischen Unfalls. Man kann das Ganze auch ein bisschen als Aufopferung sehen. Man kann es auch so sehen, dass die wahre Liebe des Protagonisten eben die Wissenschaft eigentlich weiterlebt. Aber es ist hier ein unheimlich großes, dynamisches Konfliktfeld oder mehrere Felder, in dem viel aufgemacht wird. Und dementsprechend ist mein Film tatsächlich, weil er hier keine klare, ganz eindeutige, mit der moralischen Keule aufgetragene Botschaft hat, der vielschichtigere und deswegen auch bessere. Was ich deinem Film geben möchte, ist, also dein Film hat eindeutig den besseren One-Liner, das bessere Zitat, ich weiß nicht, ob es als One-Liner zählt, aber das bessere Zitat, also God gives us heartache and the devil gives us whiskey, das ist legendär, das ist grandios. Aber ansonsten glaube ich, um jetzt von meinem Film, also von Aerosmith, ein bisschen wegzugehen und zu Five Star Final zu kommen,
macht es sich Five Star Final ein bisschen zu einfach. Also ja, Five Star Final spricht hier auch thematisch heutzutage nach wie vor sehr relevante Dinge an, aber indem er die Zeitungen so direkt verteufelt und sie direkt ungefragt als den Buhmann hinstellt, ja, macht der Film sich zu einfach. Klar, man könnte jetzt sagen, oh, der Protagonist macht hier irgendwie eine Wandlung durch und kündigt zum Schluss auch, aber eigentlich war er ja von Anfang an recht skeptisch und hätte eigentlich, wenn er wirklich seinem Gewissen gefolgt wäre, hätte er sofort in der ersten Minute gekündigt. Und hier so Sachen wie, naja, irgendwie ist das ja von dem Volk, sage ich mal in Anführungszeichen, auch gewollt und hat deswegen vielleicht seine Daseinsberechtigung und widerspricht ja irgendwie oder steht einen gewissen inhärenten Konflikt zu dem nicht minder wichtigen Prinzip der freien Meinungsäußerung. Also hier ist ganz viel, das, wenn überhaupt, nur sehr, sehr indirekt angesprochen wird und gar nicht aufgemacht wird, sondern es wird der einfache Weg gegangen, ja, Zeitung ist einfach nur kapitalistisch an Geld orientiert und geht deswegen über Leichen und es interessiert niemanden. Und das finde ich, ist natürlich ein interessanter Ansatz, den auch so früh schon zu sehen ist interessant, aber der Film macht sich zu einfach, ist zu wenig reflektiert. Was hingegen Aerosmith man nicht vorwerfen kann, weil hier diese moralischen Konflikte, die angesprochen werden, nicht direkt gelöst werden. Und ja, es dem Zuschauer nicht vorgegessen, vorgekaut wird. Weißt du was, Patrick? You can always count on people interested in a crucifixion of a woman. Ich würde sagen, dass der Film Five Star Final nicht nur ein gutes Zitat hat, der Film ist gespickt mit Zitaten, die nicht nur für die damalige Zeit interessant sind, nicht nur wirklich greifbar sind, griffig sind, interessante menschliche Konfliktpunkte darstellen, sondern explizit Sachen sind, die bis heute zentrale Fokalpunkte sind für die Diskussion um Zeitungswesen bzw. allgemein um Medialität und Medienwesen. Und ich glaube, gerade im Zeitalter von Fake News und anderen Publikationen, die genau das machen, nämlich versuchen, Personengruppen zu irritieren, zu verführen, Wahrheiten zu verschieben, um hier entlang von gewissen heuchlerischen Werturteilen, vermeintlich Werturteilen, eigentlich nichts anderes zu machen, als einfach Menschen in den Ruin zu stürzen, ist das, was eigentlich der Film hier betrachtet. Der Film ist nicht ein Film, der sich Medienwelten generell gegen diese verschrieben hätte. Dass er sich generell sagte, nein, wir müssen hier jetzt gänzlich alle Medienlandschaften verteufeln. Weil ich meine, man muss sagen, der Film selbst ist ein Teil der Medienlandschaft. Es ist ja nicht so, als wäre er aus diesem ausgeklammert. Aber es ist ein Film, der sagt, es gibt einfach gewisse Medien oder der erhöhte Einfluss von Kapitalismus auf diese Medien. Wir haben von Hearst gehört, den großen Kapitalisten, in dem großen Medienmogul, der auch zum Zeitpunkt dieses Filmes eine starke Kampagne gegen den Film geführt hat. Dass wir einfach sagen müssen, dieser Einflussfaktor ist das, was uns ins Verderben bringt, das, was uns in den Schmutz zieht, was immer wieder mit Metaphern von Dreck und Unreinheit in Verbindung gebracht wird. Das haben wir zum Beispiel in der Hinsicht, dass der Film beginnt, dass eigentlich die Zeitung mit Schmutz beschworfen wird und einfach der Dreck auf den Titelblättern von der Evening Cassette einfach verhaften bleibt. Wir haben es darin, dass einfach der Randall konstant wird eingeführt damit und wird konstant verbunden mit Bildern, wo er sich seine Hände versucht zu waschen, den ganzen Schmutz, den ganzen Ekel, die ganze Hass, den er gegen sich selber immer mehr verinnerlicht hat für das, was er tut eigentlich im Zusammenhang. Und gleichzeitig haben wir das Ende, wo eben die Zeitung zusammen mit allen anderen Straßendreck weggekehrt wird. Das heißt, der Film diskutiert diese Art von Medienberichterstattung und nicht generell Medien als allgemein. Weil er versucht ja auch genau zu sagen, wie sehr gerade das vielleicht notwendig ist, dass wir eine unabhängige Zeitung haben, die eben nicht auf Circulation Advertisement drauf basiert. Weil das ist der Grund, warum sie beginnen, diese Nancy Voorhees Story aufzugreifen. Der erste Moment ist, weil eben drei Männer zusammensitzen und sagen, hey, unsere Zirkulation ist runtergegangen, das heißt, wir verkaufen weniger Werbung, was machen wir? Müssen irgendwas Effekthascheres bringen. Und das ist die Krux der Geschichte. Dutchie Robinson hat auch jetzt zu dem Film in seiner Autobiografie geschrieben, consider the story in the light of those who today believe in the unabridged right of the press to print anything. And God knows, I am among them. Das heißt, wir haben schon mal diesen ersten Punkt, dass natürlich G. Robinson als großer linksprogressiver Mensch ganz stark sich dafür ausgesprochen hat, dass natürlich die Sprachfreiheit, die Pressefreiheit ein Gut ist, das man nicht verschütten dürfe. But Weizen Korn, der Autor, posed a dilemma that has to be considered along with the First Amendment.
Does freedom of the press not carry with it some freedom of compassion, some freedom of concerning the rights of the innocently involved? Und hier sind wir drinnen, in genau diesem Punkt, der, wie dieser Film auch aufgebaut ist oder das Stück aufgebaut ist, der konstante Zynismus der Zeitungswesen, dieses kapitalistischen Zeitungswesens, des Medienwesens, der einfach nur dazu da ist, die Ausbeutung der Menschen zu vereinnahmen, um eben eine andere Gruppe an Menschen, die auf der anderen Seite der Stadt wohnen, einfach in den Ruin zu treiben, die 20 Jahre später auf einmal davon heimgesucht wird, von diesem Trauma, von dieser Erfahrung und von den Stigmatisierungen, die aufkommen, die auch damit darin zerbrechen, wo eigentlich plötzlich diese Familie zunehmend zerbricht, dieses Familienglück, wir werden eingeführt mit einer Kamerafahrt in das Fenster hinein, in das Wohnzimmer hinein und sie spielen gerade irgendwelche Spiele, unterhalten sich lautstark, kurz bevor die Tochter ihren Boyfriend heiraten würde und es ist alles voller Menschlichkeit, dieser Moment eigentlich. Und das ist diese Menschlichkeit, die ihm dem Zeitungswesen vollkommen verfehlt, die sie aber gleichzeitig eben diese Kreuzigung von Frauen, von einzelnen Frauenfiguren, auch das eine ganz stark geschlechtliche Note hier reingebaut, dass sie die eigentlich gleichzeitig aber verdeckt in Begrifflichkeiten von Human Interest, obwohl sie weiß, was sie tut. Und hier im Ende des Films ist auch nochmal der Hinchcliffe. We're both touched by the unfortunate events, nämlich die Tod, dem Suizid, den Doppelsuizid der Eltern, den der Nancy Voorhees und ihres Mannes. But you know, a good newspaper transcends the individual and sentimentality. Human interest is what the people want, betont Hinchcliffe. Das heißt, wir haben hier konstant diese Notwendigkeit, dass die Menschlichkeit auf ihrer Seite wäre, dass Human Interest auf ihrer Seite wäre. Aber eigentlich, was passiert, ist nichts anderes als die komplette Entmenschlichung von gerade dem. Und da muss man sagen, da ist dieser Film so viel komplexer als einfach dieser Aerosmith, der eigentlich auch nicht wirklich weiß, wie er mit diesem moralischen Problem umgehen soll von Kontrollgruppe und von Wissenschaftlichkeit und Menschlichkeit. Weil das ist eigentlich genau der Konflikt, der reinkommt. Das ist konstant die Frage nach Wissenschaftlichkeit gegen Menschlichkeit. Von einer Idee, wie können wir, was heute eben, wie du es schon gesagt hast, ethisch nicht moralisch mehr vertretbar ist, nämlich die Idee einer Kontrollgruppe im Zusammenhang mit tödlichen Erkrankungen. Naja, also, es ist ja schon, also es wird tatsächlich heute es gibt schon immer noch Kontrollgruppen, aber man hat es halt so gelöst, dass man dann entblindet oder es bestimmte Komitees gibt, die nachschauen und wenn dann eindeutige Effekte zu sehen sind, dann sagt man sofort, okay, nee, die Effekte sind so deutlich, wir brechen das ab und geben dann allen das Medikament. Also, aber das ist etwas, das meines Wissens nach schon sehr lange diskutiert wurde, wie man es macht, weil es ist schon klar, auch was Wahres dran, also ich würde sagen, dass du eine Kontrollversuchsgruppe brauchst, ansonsten keine Aussagen treffen kannst. Nur ein Hinweis, also meine Partnerin ist ja Pharmazeutin und sie hat mir ehrlich gesagt, dass eigentlich das nicht mehr gemacht wird, dass es nicht legal ist. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen, ob das stimmt oder nicht, aber sie hat betont, dass eigentlich diese Herangehensweise nicht mehr dem heutigen Zeitgeist entspricht, dass man einfach nicht gerade bei ihm tödlichen Krankheiten, man einfach nicht mehr mit Kontrollgruppen arbeiten kann eigentlich. Und diese Scientific Method hier fehlschlägt. Aber genau, aber wenn du nicht mit den Kontrollgruppen arbeitest, dann welche Alternative hast du? Ich bin kein Naturwissenschaftler. Du schon, du musst es wissen, ich weiß es nicht. Ich meine gut, es ist halt so, also definiere tödliche Krankheit. Also ich meine jetzt zum Beispiel Krebs vierten Stadium zum Beispiel. Ja, okay. Genau, da wird dann ganz oft, da gibt's meistens andere primäre Endpunkte, also nicht das Wohlergehen des Patienten, das schon auch, aber da sagt man einfach, okay, wenn wir jetzt hier eindeutige Hinweise haben, dass das Tumorwachstum aufhört, dann wissen wir einfach, dass es etwas, das, also gut, klar gibt's manchmal auch spontane Remissionen, aber das normalerweise ohne Medikament so selten vorkommt, dass wir jetzt einfach davon ausgehen können, dass das wirkt. Das heißt, da warten wir jetzt nicht noch Monate oder Jahre und schauen, wie es dem Patienten wirklich ergeht, sondern aufgrund dieses biologischen Endpunkts können wir sagen, das wirkt und lassen das deswegen zu. Aber bei anderen Sachen wie zum Beispiel Alzheimer, was ja auch eine tödliche Krankheit ist, ist es schon so, dass du, also wenn du keinen biologischen Endpunkt hast, in dem du es eindeutig messen kannst, dann machst du schon Kontrollgruppe und Versuchsgruppe. Beziehungsweise war ja auch bei den Covid-Impfstoffen auch so, das ist ja potenziell auch eine tödliche Krankheit, aber du musst, wenn du keine eindeutigen
Oder vor allem, wenn es nicht 100% tödlich ist und wenn du keine biologischen Endpunkte hast, anhand derer du das deutlich bestimmen kannst, dann musst du schon weiter mit Kontrollen und Versuchsgruppe arbeiten. Du schaust aber, dass du das so früh wie möglich dann aufdeckst, wenn du super eindeutige Ergebnisse hast. Ja, aber wir müssen hier sprechen, wir reden hier über die Pest. Wir reden hier über eine ganz explizit direkte Art der einer Erkrankung, die wirklich unmittelbar tödlich ist und nicht etwas, was wir so wie bei Covid-19 stärker verbinden mit prekären Gruppen einfach, weil ich meine, so ist es einfach, Covid ist einfach etwas, was mit Long-Covid verbunden ist und ähnlichen Langzeiterscheinungen, aber wir können sagen, Covid ist nicht explizit mit direkten tödlichen Folgen verbunden, wenn es nicht um prekäre Gruppen geht. Ja, Und ich würde sagen, aber bei der das können wir Pest. jetzt sagen. Da musst du dir schon vor Augen führen, als diese Studien durchgeführt wurden, war das noch nicht so eindeutig sagbar. Ich weiß nicht, also ich muss schon sagen, das war schon, also der Diskurs wurde schon in die Richtung sehr früh geführt, dass hier wir immer um die starke Vulnerabilität von einzelnen Personengruppen hier mehr in Fokus bringen müssen und nicht und eben diese Prekarität in Fokus bringen müssen und nicht eben die allgemeine Tödlichkeit der Erkrankung. Aber es stimmt schon, also worauf du hinaus willst, du hast schon vollkommen recht. Es ist ja eigentlich auch, und eigentlich ist es auch mit wissenschaftlichen Vorgehen 100% vereinbar, je tödlicher die Krankheit ist, je verheerender die Krankheit ist, desto weniger brauchst du tatsächlich auch eine Kontrollgruppe, weil du dann einfach relativ eindeutig sagen kannst, im Moment, die Person nimmt dieses Medikament und dann bleiben diese verheerenden Folgen aus. Es kann eigentlich nur an diesem Medikament liegen. Ja, und jetzt schauen wir zurück jetzt mal zu eben den Film, zu eben Aerosmith. Und ich würde mal hier die Hypothese aufstellen, dass der Film nicht wirklich weiß, wo er sich orientieren muss, will. Und der Ja, Film weil schlägt. beides eine Daseinsberechtigung hat, weil es ja schon Ja. durchaus eine Diskussion ist, die damals zumindest noch geführt wurde Ja, und aber der Film ist auch vollkommen irritiert, muss man sagen, in der Hinsicht, was überhaupt sein moralischer Konflikt ist oder was überhaupt sein Konflikt an sich ist. Auch die Idee, dass es mehr oder weniger dieser, wie du es genannt hast, wie gehen wir mit schmerzhaften Ereignissen im eigenen Leben um, wie gehen wir um mit etwa einem Abortus, da kann man sagen, das ist einfach etwas, was für ihn in der Größe des Textes keine Rolle spielt. Es ist ein kleiner Moment, der, oh, traurig, stimmt, nächste Szene, weil der Film sich nicht Zeit lässt dafür. Und der Film lässt sich auch irgendwie überraschend wenig Zeit für die Ausbreitung dieser Beziehung von diesen beiden Figuren. Sie beginnt sehr interessant, sehr am Anfang, sehr spritzig, fast schon wie eine Szene aus einer Screwball-Comedy mit einem leicht chauvinistischen Untertönen, aber die Lee bleibt eigentlich eine interessante Figur in den ersten Momenten, auch in der Hinsicht, wie sie mit der Familie redet, über dass sie eigentlich Zigaretten raucht, nicht weil es nun Martin ihr eben vorgeschlagen hat oder ihr eben sie verführt hat in diese Richtung, sondern dass sie einfach das, ja, davor schon gemacht hat. Und entsprechend hier eine Härte zeigt, die interessant ist, aber im weiteren Verlauf verliert sich das zunehmend. Sie ist eine irrsinnig abhängige Person, die gar nicht allein leben kann. Sie tanzt ihm konstant hinterher, was natürlich auch letztendlich ihr Verderben ist. Also wir haben auch diesen Moment eben mit dem Tod des Kindes, also halt dem Verlust des Kindes, des ungeborenen Kindes, was eben sie auch verbindet mit einem, wo nun jetzt das Kind weg ist, dass es nichts mehr bleiben würde, als sich um ihn zu kümmern. Also, und das wiederholt sie mehrmals. Also, now that I don't have a baby, I need to bring you up, make a great man out of you. Also auch hier diese Überlegung, dieser Gleichsetzung von Mutterschaft und der Verschiebung, einerseits eine Mutterschaft für ein Kind und wenn das nicht passiert, dann eine Mutterschaft für den Mann, den man liebt. Und sie tanzt ihm hinterher, wenn er durch den Schnee stapft, er bemerkt es nicht einmal, weil er so tief in seinem wissenschaftlichen Geist drin hockt und sie geht mit ihm zu den West Indies, weil was auch immer, weil sie es einfach nicht aushält und dann, weil es nicht nach Hause geblieben ist, stirbt sie deswegen. Und letztendlich ist auch dieser eigenartige Moment, wo er sagt, dass er jetzt mit seiner Mikrofon, mit seinem Mikroskop, was er eben Lee nennt, ja, er schreit es hinaus mit seinem Mikrofon, was er eben Lee nennt, was eben für ihn mit ihr gleichbedeutend ist, dass sie zusammen nun ihren Weg weiter beschreiten und er nicht zum Beispiel der Verführung anheerfällt, eine außereheliche Affäre weiterzuführen, die er schon während des, noch vor dem Tod von seiner Frau begonnen hat.
angeblich, man sieht es nicht, man weiß es nicht, die Szene ist total schräg, dass hier eigentlich die Beziehung irgendwie auch keinen richtigen Sinn macht, würde ich sagen. Also von der Hinsicht, was uns der Film persönlich emotional mitgeben möchte. Also das ist ja eine legitime Interpretation, aber vielleicht will der Film darauf auch hinaus, dass wenn du die Wissenschaft hast, dass es unheimlich schwierig ist, eine Beziehung daneben aufrechtzuerhalten, einfach weil er so getrieben ist und du es auch sein musst, aber sich es dann letzten Endes, weil du immer die Gefahr hast, dass sich das gar nicht lohnt. Ja, und dass irgendwie eine menschliche Beziehungen im klassischen Sinne mit Partnerin und so daneben auch gar nicht so richtig existieren kann. Zumindest in diesem Fall nicht. Aber es wird ja auch in Zweifel gestellt. Also was sie tut, ihr Verhalten. Also zuerst ist sie ja recht aktiv, wie du sagst, und sie versucht ja auch quasi Finanzierung zu organisieren und wird dann immer passiver und rennt ihm hinterher. Und das ist das, was sie dann ins Verderben führt. Also ich finde schon, dass man es interpretieren kann, dass das hier in Frage gestellt wird. Es wird da nicht lange dageblieben bei diesem Aspekt, beziehungsweise nicht näher darauf eingegangen, wirklich, das stimmt. Aber angerissen wird es unter diesem Raum und ich finde nicht, dass das so positiv oder neutral dargestellt wird. Das nicht. Ich finde, der Film hat einfach keinen Fokuspunkt. Ich glaube, der Film weiß aber nicht, was er machen will. Ich glaube, es ist nicht nur seine Offenheit, die dem Film zugutekommt, sondern Offenheit, die dem Film zu schlechte kommt. Es ist ein Film, der einfach ein 44-seitiges Wälzer hat vor sich und mit auf Biegen und Brechen versucht, dieses runterzukürzen auf einen 90-minütigen Film oder einen 100-minütigen Film, meinetwegen. Und Minuten, ja. ich glaube aber auch, dass schlussendlich die Diskussion, die sich heraus entsteht von Wissenschaft gegen Menschlichkeit, wenn man es so nennen möchte, für mich unglaublich fragwürdig ist in der Hinsicht, dass das eigentlich überholt ist, in einen Kartesianismus verfällt, einen, der nicht mehr zeitgerecht ist, weil er auch irgendwie viel reproduziert, was Naja, naja. modernistisch-rationalistische, nein, es ist, das ist der Rationalismus, der modernistisch-rationalistische Philosophie des Sorry, da muss 19. ich. Jahrhunderts. Da muss ich aber widersprechen. In dieser Art und Weise, so wie er direkt hier thematisiert wird oder gezeigt wird, wird das nie mehr besprochen. Da haben wir eine Lösung gefunden, sage ich mal, da ist recht eindeutig. Aber es wird heutzutage immer noch heiß diskutiert, zumindest gesellschaftlich. Also nicht im Elfenbeinturm, ja, nee, da ist eine relativ eindeutige Sicht dazu. Aber es gibt schon immer noch Ansichten, Ansagen wie, naja, was hilft, das hat recht. Und also nimm die Homöopathie, keine Ahnung, die ist wissenschaftlich überhaupt nicht bewiesen. Das ist eigentlich kompletter Schwachsinn wissenschaftlich. Ich sag's mal so eindeutig. Aber es gibt dennoch sehr viele Verfechter und sehr viele Leute, die sagen, nö, das hilft und ich will mir es nicht wegnehmen lassen. Ist jetzt eine Ansicht, die ich persönlich nicht unbedingt so vertrete, aber man kann schon drüber diskutieren und es ist immer noch medial präsent. Und das ist genau dieses Wissenschaft gegen Menschlichkeit. Ja, wie weit gehen wir denn, um knallharte Wissenschaftlichkeit zu vertreten? Oder wo machen wir Kompromisse? Wo ist es vielleicht auch ein Trugschluss, dass man Kompromisse machen muss oder dass Kompromisse nützlich wären oder wo nicht? Kann man drüber diskutieren, sollte man drüber diskutieren, aber die Linien sind nicht so klar gesteckt. Okay, ich formuliere es um. Es ist eine Diskussion, die meines Erachtens schwierig ist, weil sie, also es spielt was gegeneinander, was eigentlich meistens auch nicht gegeneinander gespielt werden sollte. So kann man es besser sagen. Und ich glaube, diese Gegeneinanderspielen ist eben ein klassisch-kartesianisches Gegeneinanderspiel von Kopf, Körper, Emotionen, Rationalität, wie auch immer man es nennen möchte, die aber auch dahin sich zeigt, dass vielfach Leid genau mit diesem Auseinander, mit dieser Rhetorik produziert worden ist jetzt. Also, wir können direkt sagen, ja, du hast absolut recht, es hat doch immer eine Rolle, dass das so passiert, das passiert doch immer. Also, wir können auch sagen, beispielsweise einfach mit der intergeschlechtlichen, also Interbewegung, die Interbewegung, also das heißt die Bewegung der intergeschlechtlichen Personen, die sich wendet gegen die klassische Baltimoresche Behandlungsprogramm, dass hier noch weiterhin eine Vielzahl von Medizinerinnen nicht anerkennt, was für ein Leid sie verursacht im Kontext von dieser Gruppe zum Beispiel. Und das ist auch ein zusammenhängend mit dem, dass zwar es anerkannt wird, dass das Baltimoresche Behandlungsprogramm veraltet ist, aber es wird immer dann mit dem Verweis auf, naja, wir haben jetzt modernere Technologien und können dieses Behandlungsprogramm eigentlich auf bessere Art und Weise durchführen, was eigentlich genau im Kontrast steht mit dem, was eigentlich diese Personengruppen, die eigentlich dann das Entschuldige, welches Behandlungsprogramm? Das Baltimoresche Behandlungsprogramm ist eigentlich das klassische Behandlungsprogramm, wie seit den 1950ern mit Intergeschlechtlichkeit umgegangen wird. Man darf den Kindern nicht sagen, was ist, dass sie inter sind, sondern in eine normativ normale Geschlechtlichkeit
eingefügt werden. Und das führt aber dazu, dass die Personen oftmals stark traumatisiert von dieser Behandlung, die natürlich sehr lange lang dauert, daraus gehen. Psychisch zum einen stark traumatisiert oder psychisch beeinträchtigt, zum anderen einfach körperlich auch stark beeinträchtigt sind. Also in Bezug auf, dass das Harnlassen großer schmerzhaft ist, weil es hier sehr früh zu einem operativen Eingriff kommt von den Geschlechtsorganen, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Und deswegen auch von der Interbewegung selbst als Folter gesehen worden ist, weil es in vielen Fällen das einfach nur kosmetische Natur ist, wie etwa das Entfernen der Klitoris zum Beispiel, der übergroßen Klitoris bei Kindern, die inter sind. Ja, Aber ich wobei, wollte. also ja, ich meine, aber da würde ich fast sagen, ist der Konflikt oder das Revidieren weniger wissenschaftlicher, denn gesellschaftlich-ethischer Natur, weil ich, also ich glaube, du kannst halt nicht und also weiß nicht, wie willst du denn wissenschaftlich argumentieren, boah, es macht Sinn, keine Ahnung, Geschlechter hier abzuschneiden und Leute in zwei Kategorien zu zwängen. Das wurde nie wissenschaftlich diskutiert, also es wurde nie wissenschaftlich begründet, wenn wir ehrlich sind, oder nie ernsthaft, oder es kann eigentlich nie wissenschaftlich ernsthaft begründet worden sein, weil so etwas ist eigentlich dann immer nur gesellschaftlich. Du kannst jetzt natürlich vom wissenschaftlichen Aspekt her sagen, okay, keine Ahnung, was für Anzeichen gibt es, dass es, weiß nicht, zwei Geschlechter gibt oder nicht, aber ob du das dann, also wie du das transportierst und darüber redest, ist dann wieder etwas Gesellschaftliches. Also ist da, also, ganz grundsätzlich, Wissenschaft ist Feststellung von Tatsachen oder sollte es sein, wie man mit, ja, also, oder verstehst du, was ich sagen will? Ja, aber du musst auch bedenken, dass Tatsachen immer schon in gesellschaftlichen Bildern und gesellschaftlichen Strukturen angebildet sind. Also man muss auch das sagen. Also natürlich hat das Natürlich, ja. Baltimore'sche Behandlungsprogramm hat sich damals als wissenschaftlich gesehen und wird auch weiterhin lange von eben den Vertreterinnen dieses Behandlungsprogramms als wissenschaftlich grundlegend richtig Aber eben da anerkannt. kann man wissenschaftlich gegen argumentieren und sagen, naja, eigentlich, wo ist denn die wissenschaftliche Grundlage dafür? Die ist vielleicht gar nicht da oder vielleicht gibt es die oberflächlich, aber eigentlich ist die nicht solide. Das ist halt vielleicht nie geschehen aufgrund von gesellschaftlichen Konventionen, weil es nicht okay war, das zu hinterfragen. Mittlerweile ist es okay und jetzt kann man oder muss man gar nicht mehr wissenschaftlich argumentieren, jetzt kann man auch einfach direkt gesellschaftlich, ethisch argumentieren. Ist auch okay, also beides führt dann zum Ziel, aber letzten Endes, was ausschlaggebend war, dass wir hierüber diskutieren können, ist ein gesellschaftlicher Wandel. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde dieses Auseinander. Ich glaube, das ist das grundlegende Problem, dass dieses Menschlichkeit gegen Wissenschaftlichkeit, die hier im Zentrum steht, dieses Text, geht einher mit einem Auseinanderklaffen, einem vermeintlichen Auseinanderklaffen zwischen Wissenschaftlichkeit und Gesellschaft. Und das ist einfach nicht gegeben. Wissenschaft ist immer eingebettet in gesellschaftlichen Strömungen und gesellschaftlichen Tendenzen und gesellschaftlichen Strukturen. Und das können wir einfach immer wieder sehen in verschiedenen Kontexten, wo es dann im Nachhinein sich Veränderungen zeigen. Also denke einfach daran, wie Race produziert worden ist im 19. Jahrhundert. Und das sind natürlich heute leicht als pseudowissenschaftliche Tendenzen dekodierbar, damals aber eigentlich wissenschaftliche Standards, die hier gesetzt worden sind. Und ich glaube, das ist das Problem des Filmes eigentlich. Also so gerne ich jetzt eine wissenschaftstheoretische und wissenschaftshistorische Debatte mit dir führen möchte an der Stelle, sehen wir hier ganz klar das Problem des Filmes, weil Ethik ist eine Sache, die tief mittlerweile in wissenschaftlichen Denken sitzt, sozusagen. Ethikkommissionen sind ganz klassisch schon, also klassisch, Ethikkommissionen sind längst institutionalisiert worden für eben Ja, aber also richtiges wissenschaftliches absolut, aber Handeln. sorry, als Und das ist dieser etwas, Film aber gedreht nicht, wurde, sollte das noch ja. 30, 40 Jahre dauern, bis Aber das das der meine Fall ich sein ja. würde. Aber das meine ich ja, der Film ist, selbst wenn wir den Konflikt versuchen zu rekonstruieren, ich finde, der Film. Zum einen finde ich, funktioniert der Konflikt des Films nicht, weil er jetzt nicht weiß, wo er hingehen möchte mit dem Konflikt. Zum anderen glaube ich, selbst wenn wir ihn zu bare Münze nehmen, dann ist es ein Konflikt, der eben aus einem rationalistischen, modernistischen Denken herauskommt, der Zeit geschuldet ist. Und ich finde, das ist etwas, das ich nicht mal, das mir nicht, für mich kein Interesse ist. Für mich ist der Film Aber, wirklich, geht in okay, Sackgassen Entschuldigung. einfach konstant. Okay, das finde ich jetzt tatsächlich nicht, weil ich finde, dass wir die gleiche oder ähnliche Diskussion immer noch haben, nur mit anderen Inhalten. Also, du kannst ja genauso diskutieren, und es ist ja auch, passiert auch gerade, bis zu welchem Grad sind Tierversuche zulässig, was soll man zulassen und nicht. Und ich glaube, es ist ganz schwer zu argumentieren, dass man Tierversuche prinzipiell gar nicht mehr machen
sollte, weil es schon anerkannt wird, dass da ein großer Nutzen drin ist, dass du vom Tiermodell schon auch Rückschlüsse auf den Menschen ziehen kannst und dass du so neue Medikamente, was auch immer, finden und entwickeln kannst. Aber trotzdem ist jedes Nagetier, das stirbt, eigentlich eines zu viel und das sollte eigentlich sorgfältig abgewägt werden. Aber wo ist der Nutzen für die Menschheit, für die zukünftigen Generationen, die ja nicht an irgendwelchen Krankheiten sterben? Also ab wann ist das denn gerechtfertigt, dass dann das einzelne Tier stirbt? Und letzten Endes ist genau diese Diskussion nur auf einen anderen Tatsachenverhalt bezogen oder auf einer anderen Ebene das, was dieser Film hier aufmacht und sogar direkt anspricht. Aber was ist. Also der Nutzen der Zukunft rechtfertigt das Leid Einzelner jetzt. Ja, Und aber was ist denn die Konklusion, die der Film zieht daraus? dass wir als Zuseher uns das zu Herzen nehmen müssen und drüber reden müssen. Ich glaube, der Film verläuft sich in Sackgassen ganz einfach. Das ist einfach das Problem an diesem Film. Ganz einfach. Also allein die Tatsache, dass schlussendlich das Lindern des Leides der Bevölkerung, was sowieso fragwürdig war, sie in einer Kontrollgruppe zu teilen, in Bezug auf eben in der Zeitpunkt, wo eben wir von einer reinen tödlichen Krankheit sprechen, dass hier man eindeutig dann einen verzweifelten, hysterischen Akt hat, der eben hier auf einmal reinkommt, um sich zum einen zu sagen, ja, alle kriegen jetzt Medikamente und das soll, man kann sich genau sagen, ob es jetzt positiv oder negativ sein soll. Und in der letzten Minute wird es dann wahrscheinlich eher als das Negative gesehen, weil eigentlich die Enttäuschung Gottliebs dann noch im Vordergrund steht, die dem ja nicht unter die Augen treten kann eigentlich. Und das sich Lossprechen von dem der Institution, also dem institutionalisierten Wissenschaft und das nun sich hinwenden zur reinen Wissenschaft, die eben ganz stark in einem rationalistischen Diskurs der Moderne steht, der eben gänzlich ohne der Emotionalität von geschlechtlichen Lebens steht, wenn man es mal so sagen möchte, weil natürlich jede Art, weil natürlich die Frauen hier für Emotionalität in einer Reinkultur stehen. Also für mich ist der Film einfach ein Film der Sackgassen, der nicht sich genau einigen kann, wo er eigentlich jetzt hintendieren möchte. Und ich versuche dann nach und nach mich zu manövrieren, was jetzt eigentlich schlussendlich die letzte Konklusion ist, die ich ihm hier versucht habe nachzuzeichnen. Und der kann ich mich aber auch dann wiederum nicht identifizieren, weil ich meines Erachtens Selbst das eine fragwürdige Herangehensweise ist. da, du kritisierst die Struktur des Filmes. Ich möchte vielleicht die Struktur unseres Podcasts kritisieren, bevor wir alles aus dem Ruder laufen lassen. Glaubst du, der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir die Masken fallen lassen können und unsere wahre Meinung Ja, kundtun? ich würde sagen, wir verbrennen jetzt dieses pestverseuchte Gebiet unseres bisherigen Gesprochenen und versuchen nun, das Tatsächliche aufstehen zu lassen. Willst du gleich beginnen, was deine wahre Meinung ist zu dem Film? Oder willst du weiter eine wissenschaftshistorische Debatte führen? Immer für wissenschaftshistorische Debatten bin ich immer zu haben. Ja, nee, ich mach's mal kurz. Ganz grundsätzlich, glaube ich, würde ich mit Abstrichen tatsächlich deiner Argumentation zustimmen wollen. Ich finde, dass der rundere und wirkungsmächtigere, also gezielt agierendere Film schon Five-Star-Final ist, weil der schon, also der trägt fast sogar schon ein bisschen zu dick auf, aber die Szenen, also wo das ältere Pärchen, das von der Zeitung im Ziel oder ins Visier genommen wurde, Selbstmord begeht, ist schon ziemlich starker Tobak und sehr emotional mitnehmend. Und auch wie dann die Kinder darauf reagieren und so, oder wie er die Kinder dann rausschickt. Also das ist schon relativ, also die Botschaft, die wird da schon sehr gut kommuniziert und es ist, also ich fand das tatsächlich, ich hatte das auch gar nicht erwartet, ich hatte mich über den Film überhaupt nicht informiert, also ich versuche ja so unvoreingenommen wie möglich in die Filme hineinzugehen und dachte, okay, locker, lässiger Komödienfilm über Zeitschriften, über der Zeitung und der da schon ein bisschen negative Dinge auf oder angreifen wird, aber das ist eigentlich eher locker, lässig. Komödie bleibt. Und von daher war ich dann doch ein bisschen erstaunt, dass es dann so ernst wurde und diese Richtung ging. Und umso effizienter war das dann. Es hat mich einfach viel mehr mitgenommen als Aerosmith, den ich jetzt auch keinen schlechten Film finde, aber der schon irgendwie, ja, ein bisschen herumlaviert und eigentlich nicht klar ist, worauf er hinaus will. Stimmt tatsächlich so, würde ich ihm tatsächlich auch vorwerfen. Kann man sagen, muss er vielleicht auch nicht. Aber er ist deswegen
schon auch einfach ein bisschen weniger interessant. Das stimmt. Ja. Also würde ich tatsächlich ganz genauso sehen. Das Spannende ist, um das kurz an der Stelle zu sagen, ich habe eine Kritik gelesen zum Film, eine zeitgenössische Kritik, also eine Kritik der letzten 20, 30 Jahren gelesen. Hier wurde gerade das Spiel von H.B. Warner, der eben den Vater oder den Michael Townsend spielt, stark kritisiert. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, Warner ist irrsinnig interessant im gesamten Film mit seinen kleinen Nuancen, die ihn prägen. Es tendiert teilweise eher, weil es wurde kritisiert, dass er stark diesen Stummfilmcharakter hat vom Spielen her. Aber ich finde, er ist einfach wirklich gezeichnet vom Leben irgendwie. Und es gibt so Momente, die so ganz süß und klein sind, wo er einfach seine Tochter dabei erwischt, wie sie rumknutscht und so, ah, erwischt. Und dann lächelt er so. Und das ist so menschlich tatsächlich einfach, wie er da lacht. Das ist, weil es so gespielt, affektiert ist, aber so absichtlich, weil es natürlich auch ein Vater so mit dieser Situation umgehen würde. Und er lehnt sich so gegen die Tür und das ist auch so spielerisch, dass noch die Zeitung ge geholt werden solle. Und dann dieser Moment, wo er seine Frau findet, die sich ermordet hat, die sich den Freitod begangen hat. Und er versucht irgendwie seine Fassung zu behalten, bevor er selbst, wenn seine Tochter mit seinem Verlobten kommt und während er schon selbst weiß, dass er danach direkt selbst Freitod begeht. Das ist so eine heftige Szene und er spielt das so gut. Also ich muss sagen, ich finde ihn noch wesentlich interessanter eigentlich schon als die Nancy Voorhees Schauspielerin. Ich weiß nicht, wer die ist. Wer es jetzt war, ich glaube, es war die Marion Marsh, war das die? Nein, das war die Jenny. Da, die Frances Starr war das, die Frances Starr. Ich muss sagen, die hat viel mehr eben dieses Melodramatisches der Stummfilmzeit noch in sich. Er hat was Naturalistisches fast schon. Also mir hat mein Science-Spiel extrem gut gefallen. Ich glaube, auch das ist ein Punkt, der mich an dem Film wirklich begeistert hat, dass eigentlich die verschiedensten Schauspielstile hier miteinander verbunden wird. Von diesem sehr zurückhaltenden von Edward G. Robinson, der dann immer in einzelnen Momenten wirklich ausbrechen kann. Und das natürlich sich vor allem in dem Finale gezeigt wird, wo natürlich dann eben die Marion Marsh mitwirkt und die wirklich sagt, ihr habt meine Mutter ermordet. Warum habt ihr meine Mutter ermordet? Es ist ein irrsinnig starker Moment, der faszinierend die Verzweiflung wiedergibt. Über diesen naturalistischen Stil von eben dem Warner bis hin zu einem irrsinnig unbehaglichen Stil, den der Boris Karloff wiedergibt als ehemaliger Priester mit seinem wirklich creepy Lächeln, das sich an Vincent Price eigentlich erinnert. Also ich muss sagen, Boris Karloff, ich habe ihn schon lange nicht mehr so gut gesehen in einem Film. Das hat mir irrsinnig gut gefallen und noch zu als ein Film, der konstant eigentlich lüstern seine andere Kolleginnen anstarrt und die ganze Zeit irgendwie sich dann auch natürlich verkriecht wie eine Feigling, wie eine feige Sau, aber das ist er einfach, das ist diese Figur und der die ganze Zeit mit einer starken Mimik daherkommt, die eigentlich dieses Idyll der kleinen Familie vollkommen durchbricht. Also er kommt dann wirklich aus einem, man spürt einfach sein nicht ein Frankenstein-Monster, aber man spürt, dass eigentlich gehört er in eine Gothic Literature rein und kommt auf einmal rein und in dieses Familienmelodrama. Also das ist total spannend. Und das andere, was ich aber auch sagen muss, wo ich auch ein bisschen eine Lanze brechen muss für Aerosmith, den ich tatsächlich nicht, den ich mittelmäßig fand, ist, er wird am besten im letzten Drittel des Filmes, wenn die Zeit nicht total auseinandergeht, wenn wir einfach eine halbe Stunde mit den Figuren wie ich in einem Ort zusammenleben. Weil da haben wir dann solche Sachen, dass auch die Ästhetik irrsinnig spannend wird. Starke Schatten, expressionistisches Design von wie mit Licht und Schatten gespielt wird und auch der Tod von der Protagonistin wird entsprechend mit diesem sehr, sehr faszinierenden Art präsentiert, wo einfach dieses Licht aus der Tür kommt, während sie im Schatten langsam versiegt eigentlich. Oder auch wenn sie Zigarette zu sich nimmt und auch hier dieses Licht, was einfach ihre Augen trifft, während ihr ganzer andere Körper im Schatten ist, während ihre Silhouette, ihre Hand zu sehen ist in der nächsten Einstellung, während sie ihre Zigarette in der Hand hält, also die Giftzigarette eben. Das ist tatsächlich ästhetisch sehr, sehr faszinierend und spielt sehr viel auch mit weiß und schwarzer Hautfarbe, muss man sagen. Es gibt diesen Moment, wo sie diese Arme hinhalten, zwei schwarze Männer und da gibt es eine weiße Frau, den Arm hinhält. Das ist natürlich auch stark in Schwarz-Weiß-Bildern sehr intensiv in ihrer Ästhetik. Aber es führt halt wiederum zu nichts, weil die Zensur diese außereheliche Liebesgeschichte zwischen den beiden eigentlich fast gänzlich rausgeschnitten hat. Dadurch wirkt es noch eigenartiger, wenn sie miteinander interagieren und das alles nur zwischen den Zeilen zu lesen, dass sie eigentlich schon Sex haben an manchen Szenen. Diese neu eingeführte Figur ganz am Ende, weil die auch natürlich emotional überhaupt keine,
keine Nähe zulässt, weil ich meine, das sind einfach irgendwelche Figuren, die kaum miteinander interagieren in weiterer Folge. Also das ist, glaube ich, das zentrale Problem dieses Filmes. Ja, also stimmt, aber also genau, es verläuft dann halt irgendwie ein Ja. bisschen im Nichts. Ja, muss man halt selbst dann was draus machen, vielleicht kann man so sagen. Und also stimmt schon, dass Five Star Final ein bisschen überzogen ist von der Charakterdarstellung und so, aber es ist einfach unheimlich wirkungsvoll. So, das funktioniert einfach. Ne? Vor allem, wenn man es nicht erwartet, wenn man unvoreingenommen reingeht und deswegen, also genau, deswegen ist es einfach für mich der viel interessantere Film von beiden. Kann ich hier tatsächlich recht eindeutig sagen, auch wenn ich, so sollte man denken, und es eigentlich auch praktisch so ist, diesen Wissenschaftsethik-Konflikt theoretisch mehr abgewinnen kann, thematisch, aber die Inszenierung ist bei Five Star Final besser. Ja, um zwei kleine Momente noch einzuwerfen, die Splitscreen-Szene ist ja auch irrsinnig faszinierend, wie sie konstant übergangen wird, die Nancy Ja, Voorhees stimmt. umringt von, also Splitscreen, die Leinwand in drei Bildern gegliedert, Mitte sie zwischen und wird konstant von einer Person weitergereicht und die anderen, die reden teilweise über sie hinweg und wollen gar nicht mit ihr reden, nämlich wieder Hinchcliffe vor allem und der Randall und sie wird einfach dazwischen, zwischen diesen Interessen dieser Zeitung, die kapitalistischen Interessen dieser Zeitung einfach erdrückt, was auch visuell klar sichtbar wird. Und das ist natürlich das andere, ist natürlich auch spannend, wie Race reinkommt, eigentlich bei Aerosmith, was aber auch nicht adressiert wird, nämlich die Idee von, naja, also zum einen, wir haben hier einen schwarzen Arzt tatsächlich, der wirklich von einem schwarzen Schauspieler gespielt worden ist, der einen universitären Titel trägt, spannend, mit Namen, wird auch nicht lächerlich da gemacht, aber gleichzeitig auch diese Bereitwilligkeit, dass eigentlich dieses ungeprüfte Medikament von der schwarzen Bevölkerung getestet wird. Das hat ja auch irgendwie racial-mäßig interessante, ich weiß nicht, das hat so einen fast schon wie ein Spectra, der hier reinkommt, weil das halt ja nach in der Geschichte immer wieder. Eindeutig, aber das wird ja gar nicht Das meine angesprochen. ich Das ja, wird, das meine ich ja. Das ist so ja. faszinierend, das ist so, es ist irgendwie drinnen, aber es wird nicht angesprochen, aber es ist drinnen einfach und man kann nicht wegschauen. Dass es eigentlich das ganz tief im Thema drin ist, ohne dass es irgendwie diese Machtdynamik auch irgendwie überlegt und mitbedenkt. Das ist, ja. Aber es ist ein Zeitdokument und es ist auch natürlich, wie du es auch richtig ausführst, genauso die Wissenschaftsdebatte ist genauso ein tiefes Zeitdokument, der so interessant ist, zu denken einfach. Was sind hier die Überlegungen im populären Bereich zu wissenschaftlichen Veränderungen der letzten 50 Jahren zum Zeitpunkt der 1930er Jahre? Was ist so der Stand der Dinge? Dass ich damit nicht einhergehe, ist halt die andere Geschichte. Und dass der Film an sich schlecht strukturiert ist, dann wieder die andere Geschichte. Also, ja, also für mich ist auch eindeutig Five Star Final, der auch für mich seine Schwächen hat, doch dank eines sehr starken letzten Drittels und zweiten Hälfte sehr gewachsen für mich. Also, ich am Anfang ein bisschen gemächlich reinkommen, aber dann gegen Ende immer mehr geworden. Und ob wir Wow, diese wir sind uns einig. Impuls, Krass. ja, wir sind uns einig, Ja. krass, ja. Und ob wir nächstes Mal wieder einig sind, werden wir sehen, aber ich ziemlich sicher schon, weil es ist ich muss schon sagen, es ist ein Kampf zwischen so zwei Filmen, wo der eine Film echt schlechte Chancen hat, aber vielleicht werden wir sehen, vielleicht ja, irre ich mich eh, aber hier tritt einerseits Bad Girl von Frank Borsage, der natürlich deinen Lieblingsfilm gemacht hat, Seventh Heaven, oder? Ich weiß nicht, ob ich zu weit gehen würde, ihn als Lieblingsfilm zu bezeichnen, aber war schon nicht Es stimmt eh, schlecht. er war eh gut auf jeden Fall. Der Film tritt an in einem Showdown der Femme Fatales mit Shanghai Express von Josef von Sternberg. Und man muss halt sagen, ja, Shanghai Express ist halt schon irgendwie der Favorit in diesem Kampf. Und wir müssen mal schauen, ob wir dem zustimmen werden. Aber wir werden sehen. Ihr könnt natürlich uns auch sagen, uns alle Anekdoten oder Meinungen zu Shanghai Express, genauso wie zu den Filmen, die wir diesmal besprochen haben, Aerosmith und Five Star Final, uns jederzeit bekannt geben. Aber wie können Sie uns denn erreichen, Patrick? Oh Gott, du stellst immer die tricky Fragen zum Schluss. Ja, nee, also ihr könnt uns über alle gängigen Plattformen erreichen, also über alle gängigen Dienste, die man nutzen kann, um einen Podcast zu hören. Beheimatet sind wir bei Anchor. Der Podcast gehört zu Spotify dazu, Ja. glaube ich, offiziell diese Seite. Wir sind natürlich auch per Mail erreichbar unter Absolut oscarbusreden@gmail.com. richtig, absolut richtig. Nice, ich bin gerade ein bisschen beeindruckt von dir. Und auch auf Twitter haben wir das gleiche Handle. Oscar muss reden, oder?
Nee? Schweigen. Ganz schweigen, weil ich gerade kurz stumm geschalten bin. Nein, es ist leider Oscar-Wir, tatsächlich ist es wie ein anderes Handle. Weil wir wollen ja ein bisschen dubios bleiben, wir wollen nicht eindimensional sein, wir wollen einfach überall ein bisschen was anderes haben, stehen haben. Das ist das beste Marketing, was man sich denken kann. Ist uns gelungen, ich hätte mir es einfach nie merken können. Ja, genau. Das sind so die beiden oder die drei, vier Wege, auf die ihr uns erreichen könnt. Facebook-Präsenz haben wir uns für diesen Podcast ausgespart. Genauso Instagram. Es sei noch auf unser wiederbelebtes Geschwisterlein im Kino on the Couch verwiesen. Da gibt es jetzt ja, semi-regelmäßig auch wieder neue Folgen mit neuem Feed, nachdem der alte Feed komplett abgestürzt ist, aber alle Folgen sind nach wie vor auf YouTube sehbar. Also schaut rein, wenn euch das hier gefällt, was ihr hört, schreibt uns eine Mail, wir beißen nicht, wir sind freundlich und interagieren gerne. Und wenn nicht, ja, dann nicht. Muss auch sagen, dass Ansonsten. gerade der andere Feed, der andere Geschwister-Podcast-Suchers, denkbar interessant ist für im Zusammenhang mit unserem Podcast, nämlich ist es All Quiet on the Western Front und es ist natürlich das Remake von dem Klassiker, den wir auch schon besprochen haben. Das heißt, es ist sogar ein guter Einstieg für alle, die noch nicht rübergeschaut haben sollten. Ja, und in unserer unverkennlich, hoffentlich charmanten Weise besprechen wir Haha! natürlich auch den einen oder anderen Film, der dann tatsächlich aktuell bei den Oscars nominiert ist und ihn auch gewinnt. Also soll schon mal vorgekommen sein. Ja, ich weiß nicht, wo wir dann als nächstes dann den Film mit Christian Bale besprechen werden, aber schauen wir mal. Der irgendein Weil Oscar. Bale ist einfach Oscar. Okay, gut, genug. Ich glaube, wir sollten Schluss machen. Na gut, na dann, ciao Leute. Ciao. Machen wir vielleicht nochmal eine 10-sekündige Pause, ganz kurz nur. Also, du kannst ja Also, lieber gerne sorry, ich nehme noch. nicht mehr auf, ich habe schon eine Okay, dann ist es egal. Ausgemacht. Du kannst noch eine 10 Ich Sekunden. danke, 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 dass ich es machen durfte.